Das ist ganz, ganz schlimm, was da mit Dietmar Hopp passiert. Ja, das muss man ganz klar sagen. Das ist ein Mann, der den Fußball liebt, der selber gespielt hat, der unglaublich viel für soziale Zwecke schon gemacht hat, der in einer Region sein Geld zur Verfügung stellt, wo er selber groß geworden ist. Das ist keiner, der aus China kommt oder was weiß ich woher, ein Investor, der ja nicht nur Hoffenheim unterstützt, der Stadien, der ein Stadion gebaut hat, der Kindergärten unterstützt, der Krankenhäuser unterstützt, der Jugendfußball unterstützt. Ja, der jeder würde sich wünschen, Dietmar Hopp zu haben. Ja, und dass er so angefeindet wird, das ist ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Und da habe ich genauso wie alle meine Kollegen überhaupt kein Verständnis für.